Nimm mal, mach mal. Ich meine, wieso denn auch nicht? Ich antworte darauf mal nicht. Okay, ich guck mal nach einer Bank. In der Nähe. Keine. In der Nähe. Vergognate! Egal, nicht so schlimm. Oh. Junge, wieso laufen wir denn den Weg, Alter? Pieta! Kommt! Ein Mann wie ihr hat bestimmt mehr Geld, als er braucht. Du hast recht. Okay, die ist auch ein bisschen teurer. Den Aussichtspunkt machen. Sehr schön. Nein. Ich weiß gar nicht, hat das eine Glyphe? Wenn ja, dann habe ich sie nicht gefunden. So, dann machen wir doch das Romulus-Grab hier, weil es so schön da ist. Weil wir so gut wie keine davon gemacht haben in letzter Zeit. So, gehen wir da rein. Den Wölfen zum Fraß vorgeworfen, den Schrein des Romulus finden. Nicht mehr als 3 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren.
Aber das könnte ich jedenfalls schaffen. Mit den 3 Quadraten. Das Banner wollte ich mal haben. Den Weg habe ich so in der Form, glaube ich, noch nicht genommen. Egal, gehen einfach mal durch. Sollte schon groß passieren. Tötet ihn! Der Assassine muss leiden wie Remus. Okay. Was geht mit euch ab? Dein Tod ist beschlossen, Assassine. Durch eure Borgia-Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Ich krieg dich doch. Krieg dich. Lauf! Los! Irrsinn! Nein! Wo geht's lang? Ja, scheiße, ich habe mich verloren. Ja, scheiße, es war meine Schuld, scheiße. Ja, tut mir leid. Mein Fehler. Ich bin falsch gesprungen. Manchmal macht man das so in der Verzweiflung, nein. Merda, welcher ist es? Junge, was ist mit dem denn los?
Andiamo! Wir haben dich gekriegt, du Bastard! Du Wichser! Ich denke, du könntest alles machen. Denn ich muss nicht leiden. So, wir können einfach durchgehen. Schrein des Romulus betreten. Yes! Yes! So macht man das, mein Freund. Yes. Nimm es dir, Ezio, du hast es verdient. Wir hauen ja auch schon ab. Schriftrolle 3. Und weg hier. Wir kehren nach Rom zurück. Hundertprozent. So wollen wir das haben. Und nicht anders. Genau so. Sehr schön. Messer Giraldi sieht das außerdem nicht. Drei. Die erste Versammlung ist beendet. Unser Problem liegt auf der Hand, doch unsere Antwort ist noch unklar. Cäsar entfernt sich vom Senat und vertraut lieber ausländischen Herrschern. Er hat das Ego und Auftreten dieser ägyptischen Hure übernommen. Er weigert sich aufzustehen, wenn er uns anspricht und spottet über unsere Sorgen.
Er hat seinen eigenen privaten Senat erschaffen, bestehend aus Betrügern und Manipulatoren, Menschen ohne jedes Interesse am Wohle Roms. Meine Brüder sind auf Blut aus, aber ich bin nicht sicher, ob ich es vergießen kann. Nachdem meine Brüder gegangen waren, habe ich die Höhle weiter erkundet. Ich habe Spuren dessen gefunden, was mich hierher geführt hat. Ein Flüstern, flackernde Lichter und durch kleine Spalten im Fels. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Jo. Tatsache. Sehr schön. Ja. Ich denke, 90 reicht. Ich warte kurz. Deswegen. Weil jetzt die anderen fertig sind. Unser einer hier. Der wird erstmal als letztes übrig bleiben. Nehme ich jetzt so gut wie als letztes Skill. Ich will erstmal alle. Vor allem die Fünfer hier. Fünfer Kandidaten. Hochskillen, sag ich jetzt mal. Vulvin. Kutsche verteidigen. Nee.